So, auf geht's zur nächsten Folge. Ist ein bisschen laut. Wir haben hier in der letzten Folge am Ende noch einen kleinen Fight gehabt. Und werden jetzt mal schauen, wo der Weg hier hinführt, den die Klopse uns freigemacht haben. Was ist denn das für ein Wind hier? Also, wo müssen wir eigentlich hin? Ich würde sagen, geradeaus, ne? Man zieht hier einen Sturm auf. Und da kommen die ganzen Klopse raus aus dem Sturm. Brauchst du mir gar nicht voll jizzen, also wirklich. Kleiner Scheißer. Wie weit müssen wir? Oh shit. Da haben wir natürlich einen kleinen Krabbler. Kein Problem. Wir helfen mal ein bisschen stillzuhalten bei dem Sturm. Wie weit müssen wir? Immer noch weiter. Ich drücke auch immer die falsche Taste. Oh, wo kommen die alle her hier auf einmal? Shit. Oh shit. Scheint ja wirklich alles voll zu sein von denen. Ach, warum drückt man eigentlich immer Escape? Wir müssen halt hoch und rechts rum. Weiß nicht, vielleicht sollten wir den Zyklopen erstmal aus dem Weg gehen. Sprach er und dann krabbeln sie hier. Das ist der Schlüssel, den wir gekriegt haben am Ende der letzten Folge. Ich verstehe. Huch. Okay. Nächste Karte. Irgendwelche gibt es erstmal einen Speicherpunkt, das ist wichtig. Im Raum auf jeden Fall jetzt mal. Mich schon ein bisschen länger her, dass wir gespeichert hatten. Was haben wir hier? Das sieht ja nach einem fetten Rätsel aus. Bewegen. Kein Objekt. Okay, wir müssen irgendwas einfügen, ne? Müssen wir wahrscheinlich erst noch finden. Münzkabinett. Wir brauchen Münzen. Pistolenkugeln? Oh. Da sind wir mal auf der Spur, würde ich sagen. Bevor wir hier rausgehen. Mal gucken, ob wir hier vorne noch irgendwo rein können. Okay, da ist alles zu. Was haben wir hier? Ein Gesundheitstrank. Sehr nice. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217. Okay, da werden wir wahrscheinlich die Waffe finden. Haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert,
dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffe und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten die Gegenstände an, Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. 217. Also, 217 sollen wir rein. Wollen wir uns das mal anschauen. Würde ich sagen. 217. Hallo? Is anyone there? Kein Objekt. Naja, sieh schon. Taschenlampe. Ja. Verdammte Puppe. Alter Schwede. Wirklich, es kracht. Es kracht gewaltig. Müllschacht, Hochschlüssel, okay. Verdammte Scheiße. Dass die einen aber auch immer so erschrecken müssen. Wo das herkommt, gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr, hä? Naja, sieh schon. So, 217 brauchen wir. Für 217 müssen wir aber... Ja, vielleicht gehen wir nicht 3 hoch. Gehen wir in die 4 hoch. Ansonsten müssen wir gleich runter. Noch mal Patronen. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal nach unten gehen müssen. Uns fehlt halt der Durchgangsschlüssel für die 2. Frage ist, wo wir den herkriegen. Vielleicht finden wir ihn draußen. Wir haben jetzt auf jeden Fall irgendeinen Hofschlüssel. Hier vorne ging es ja raus. Müllhofschlüssel. Ah, das ist der Schlüssel. Das heißt, wir hätten da sowieso hochgemusst. Können wir hier lang? Ja, ist abgeschlossen. Steht hier. Warning Müllschacht. Außer Betrieb bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Naja gut. Was ist denn das Problem? Verstopfung. Da können wir durchs Fenster. Wenn Feuer hier nochmal auskundschaften. Natürlich abgeschlossen. Und wenn wir hier das Fenster kaputt dudeln, kommen wir trotzdem nicht durch. Okay. Bleibt uns ja nur dieser eine Durchgang nah. Oder auch nicht. Oh no. Okay. So geht's.
Gefällt mir nicht das Geräusch. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall gleich Feindkontakt. Noch mehr Patronen. Frage ist, in welchem Zimmer sind wir? Oh oh. Sind in der Eins. Oh. Verdammte Sau! Schreck mich doch nicht so. Müssen wieder unsere letzte Heilung schlürfen. Also wir sind hier wirklich am Existenzminimum. Verdammte Axt. Warum ist er so zu uns? Noch mehr Patronen. Okay. Hm. Sind wir hier falsch? Anscheinend. 110. War ich hier schon mal, ne? Machen wir mal kaputt. Okay, hier sind wir. Was haben wir dahinter? Noch ein Schlüssel. Wenn wir Glück haben, ist das der für die 2, dieser Durchgang. Damit wir in 2.17 hinkommen. Oder zu 2.17. Hey! Wait! Willst du mich verarschen? Aui! Okay, wir müssen irgendwie links rum. No. Hier wird irgendwo eine blöde Sau sein, hä? Griff mit goldenen Apfel. Okay, wir brauchen Heilung. Hallo. Die Heilung für uns. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Scheiße. Es ist nicht gut, diese... Okay, das ist der Korridorschlüssel, den wir brauchen. Okay. Verdammte Axt. Was haben wir hier? Noten. Ja, ja gut. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Hm.
artist. Heilung? Gibt's hier Heilung? Hä? Ist keine Heilung. Wo ist das Kind hin? Oh, da haben wir Heilung. Nice. Wichtig und richtig. Ja, das Kind ist weg. Okay. Frage ist, wo kam der her? Hm. Okay. Warum ist hier auf einmal die Tür offen? Feuer schon die Tür auf. Und wieder neue Heilung, also. Nervig. Sobald wir Heilung finden, müssen wir sie jedes Mal aufbrauchen. Valentine's Day. Spenden. 4. Was bedeutet die 4 da drauf? Jawohl, haben wir wieder Heilung. Brauchen wir. Lag da was? Nö. Okay. Dann geht's nach oben. Bei 17 müssen wir immer noch. Haben wir hier schon? Oder warum liegt hier ein Toter? Komisch. Das ist dieser Müllschacht. Oh, da liegt was drin. Doch Schwanz, warum ist das wieder so dunkel hier? Wird doch gleich safe wieder irgendwo einer rausspringen. Irgendeine blöde Sau, ey. Haben wir hier? Hm. Zu. Verdammter Käse, Alter, wirklich. Gefällt mir hier gar nicht. Was ist 2,17? Okay.
Okay. Haben wir da was? Nö. Munition. Hm. Wo ist die Knifte, Kollege? Wo ist die Knifte? Warum ist da zu? Da sind doch Einschusslöcher. Da haben wir doch die Knarre. Halten zum Zielen und schießen zum Drücken. Verstehe. So. Was ist jetzt unser Ziel? Fragen über Fragen. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mhm. Okay, cool. Nutzen. Nee. Ist klar, passt halt nicht, ne? Oh oh. Was haben wir jetzt? 212. Okay, okay. Abgeschlossen. No. Warum ist das hier so dunkel gerade? Warum fühlt sich das an, als ob wir hier gerade 3 FPS haben? Ich werde mal hier kurz pausieren. Okay, so. Ich habe jetzt mal kurz ein bisschen was umgestellt. Vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen flüssiger. Noch mal Heilung, sehr gut. Heilung werden wir immer gebrauchen können. Nicht, also irgendwo ist doch da was. Oh. Blöde Sau, ey. Hat er mich erschrocken? Hockt er dahinter und wartet einfach. Mann, ey. So ein Wicht. Einstellungen, Steuerung, Zielempfindlichkeit, Kameraempfindlichkeit. Wir werden das mal ein bisschen hochsetzen.
Weil gefühlt ist das mit der Pistole im Aim jetzt vielleicht ein bisschen besser. Gut, da ist halt zu, ne? Meine Fresse. Er lebt noch. Er hat sich einfach totgestellt. Jetzt reicht's aber auch mal. Meine Fresse. Axt, ey. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Hier kamen wir raus. Hier kamen wir wieder rein. Oder auch nicht. Warum kamen wir hier raus? Hm. Mysteriös. Okay, wir werden in den Dreierstock gehen dann. Denke ich mal. Haben wir nochmal Patronen, das ist gut. So. Was haben wir hier? Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir ein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendete und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Und ich werde wieder hier sein und zusehen. Okay. Oh, ja. Weiß nicht, um was es geht, aber... Also schon. Was haben wir denn da? Okay, wilde Kritzeleien. Wir haben einen Tresor. Ja. Wo soll ich denn jetzt die Kombination her kennen und wissen? Vier. Wir hatten eben ein Bild, wo eine 4 drauf stand.
Okay, hier ist noch irgendwas. Lesen. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Was passiert hier? What's popping? Raus kommen wir auch nicht mehr. Okay, wir sind hier gefangen. 11. 11, 7. Okay, was haben wir übersehen? Was haben wir übersehen, Leute? Ich würde sagen, wir werden jetzt hier erstmal beenden. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann um dieses Rätsel hier kümmern. Dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen und tüdelü. Ting, det er mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.